Hallo Leute, der Golo ist einer der längsten Flüsse in Korsika und bietet viele Abschnitte im Schwierigkeitsbereich 2 an. In dieser Folge schauen wir uns den obersten Abschnitt an, der in diese Kategorie fällt. Weiter oben gibt es die anspruchsvolleren Etappen. Der Einstieg ist in Ponte Castella unterhalb der beeindruckenden Gala di Santa Regina und der Ausstieg ist entweder an der Brücke zu Casa Luna oder in Ponte Leccia. Den Fluss kann man am Einstieg entweder direkt bei der Brücke links erreichen oder flussauf bis zum Kraftwerk auf der anderen Seite. Die Autos sollten jedoch nicht dort oben parkiert werden. Die paar Meter oberhalb der Brücke können ein bisschen wild für den Anfang sein und somit bietet der untere Einstieg eine gute Alternative. Da der Gole einer der wenigen Flüsse in Korsika ist, der von Wasserkraft beeinflusst ist, kann der Wasserstand auf diesem oberen Abschnitt unvorhergesehen ändern. Daher kann es sein, dass man nicht genügend Wasser vorfindet. Ein guter Wasserstand ist 1,60 Meter in Ponte Castella. Im Katarakt gleich unterhalb der Brücke geht es um einige große Blöcke, bevor es flacher wird und der Fluss den Talkessel durchfließt. Wenn immer sich der Lauf teilt, kann es schwer sein, den besten Arm zu finden und es besteht immer die Gefahr von Holzhindernissen in den engen Passagen. Nach meiner Erfahrung sind die Durchfahrten rechts meistens eine gute Wahl. Am Ende einer solchen Teilung findet sich ein Loch, das sich fast über die ganze Flussbreite hinzieht und man hier am besten links fährt. Je mehr Wasser es hat, umso besser hält es. Diese Stelle kann auch von der Straße direkt beim Haus eingesehen werden. Der Golo fließt durch ein weites bewaldetes Tal. Steilere und flache Abschnitte wechseln sich ab. Zweimal krümmt sich der Fluss nach links mit erhöhtem Gefälle, nur um gleich wieder nach rechts zu fließen. Bei höherem Wasserstand haben beide S-Kurven Steinblöcke bzw. Löcher in der äußeren linken Seite, die man vermeiden möchte. Oder auch nicht. Irgendwann überquert die Zuglinie von Bastia nach Corte den Bach. Anschließend befindet sich rechtsufrig der Campingplatz Campita, ein guter Standort für ein Basecamp für die Flüsse im Nordosten der Insel. Wenn man hier campiert, ist es ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Am unteren Ende des Campingplatzes teilt sich der Fluss erneut und fließt durch Bäume. Hier fährt man zuerst nach rechts, um dann möglichst bald wieder eine Route nach links zu finden. Etwa 300 Meter weiter befindet sich der Staubsauger. Es ist ein kräftiges, geschwungenes Loch in einem Felskanal. Man kann es versuchen, aber die meisten kommen unten anders aus, als sie eingefahren sind. Die Stelle kann einfach rechts umtragen werden und man setzt direkt unterhalb oder noch etwas weiter unten wieder ein. Die folgende Strecke bis Francardo hält einige Schwelle bereit, von denen einige steil auf Felswände zufließen. Direkt unterhalb der Brücke in Francardo liegt ein Stein in der Flussmitte, welcher von der Brücke angesehen werden kann. Abhängig vom Wasserstand ist eine Vorbeifahrt links oder rechts einfacher. Links liegt einiges an Kies, welches die Durchfahrt um einiges schmälert. Ein weiterer Einstieg ist unter der Brücke der Schnellstraße. Was folgt, ist sowohl landschaftlich wie auch sportlich interessant. Es gibt mehrere Abschnitte durch Konglomeratschlüchte oder nur flaches Ufer. Etwa 500 Meter unter der Brücke gibt es einen unscheinbaren Felsspalt. Das Wasser fällt etwa einen halben Meter in eine U-förmige Aushöhlung, was zu einem Rücklauf führt. Die beste Anfahrt ist von rechts, aber es kann schwierig sein, den Bootspitz am gegenüberliegenden Felsen vorbeizumanövrieren, dass man rückwärts wieder eingesaugt wird.
Um Tragen ist links einfach möglich. Im Weiteren gibt es noch zwei Katarakte, die erwähnt werden müssen. Der erste hat einen großen Nagelfluhfelsen in der Ausfahrt. Bei Niederwasser kann dies etwas beängstigend wirken, da nur eine Durchfahrt links möglich ist. Umtragen rechts ist möglich, aber etwas unbequem. Bei Meerwasser öffnet sich eine direkte Linie rechts zwischen zwei Steinen durch. Der zweite kommt nach der zweiten Niederklamm. Bei wenig Wasser gibt es eine einfache Route mit genügend Wasser links. Bei Meer wählt man eine Durchfahrt in der Mitte. Danach nimmt das Gefälle ab und wird flacher bis zur Brücke, die ins Casaluna-Tal führt. Dies ist ein guter Ort, die Fahrt zu beenden. Die Autos können rechtsufrig entlang der Mauer, aber mit genügend Abstand zum Tor abgestellt werden. Der Straße folgend kommt man zu einem kleinen Restaurant für den Fall, dass man Hunger hat. Man kann auch weiter bis nach Ponte Leccia paddeln. Auf dieser Strecke gibt es nur ein steiles Eck kurz oberhalb des Dorfes, wo die Straße direkt an den Fluss kommt. In diesem Fall ist der Ausstieg gerade unterhalb der Brücke in der Mitte des Dorfes. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Flussführer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!